Sehr geschätzter Herausgeber, lieber Professor Mattis mit Gattin und auch Familie, die heute hier ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf das gerne machen, weil ich am Beginn dazu sagen möchte, ich habe mich, als ich gehört habe, dass der Dr. Toni Rus-Preis und der Ring heuer von der Jury an den Professor Dr. Gebhard Mattis geht, innerlich, und das sage ich auch ganz offen, ehrlich, auch sehr darüber gefreut. Die Entscheidung der Jury ist richtig gefallen und ich bin sehr dankbar darüber und ich möchte auch meine Anerkennung aussprechen, auch für die Arbeit der Jury. Es ist nicht immer einfach, die richtigen Persönlichkeiten auch zu finden. Mit der heutigen Wahl auf Gebhard Mattis wird eine Vorarlberger Persönlichkeit gewürdigt, die für das Land und noch mehr für die Menschlichkeit in diesem Lande etwas ganz Großartiges geleistet hat. Ein wenig haben wir davon schon bei der Einführung gehört. Und es ist eine Persönlichkeit, die immer noch Großartiges für die Menschlichkeit in Vorarlberg leistet. Ich hatte die Gelegenheit, den Gebhard Mattis in meiner Zeit als Verantwortlicher für das Gesundheitswesen kennenzulernen. Ich habe ihn kennengelernt als einen fachlich sehr versierten Arzt, als einen hochkompetenten Experten, aber was mich besonders beeindruckt hat und auf mich großen Eindruck gemacht hat, war seine Menschlichkeit. Unsere Kontakte waren immer geprägt von hoher gegenseitiger Wertschätzung, von sehr viel Respekt, auch von einem sehr freundschaftlichen Verhältnis. Er ist ein Mensch, der es versteht, andere auch für die eigenen Ideen zu begeistern. Er versteht es, andere mitzureißen. Er kann motivieren, er ist doch in der Lage und besitzt die Fähigkeit, auch zu vernetzen. Er ist im wahrsten Sinn des Wortes eine sehr authentische Persönlichkeit. Und er ist am Menschen, nicht nur an der Medizin an sich, sondern an den Menschen wirklich interessiert. Was ihn aus meiner Sicht besonders auszeichnet, so habe ich ihn immer kennengelernt in all diesen Jahren der Fachlichkeit natürlich, ist neben seiner hohen fachlichen Kompetenz, wir haben es ein wenig gehört, ist eine besonders hohe Sensibilität, die sich weit über das hinaus erstreckt, was man vielleicht beruflich zu erwarten hätte. Abgesehen davon, dass er auch ein äußerst begabter Musiker ist und gelegentlich auch auftritt, muss man dazu sagen, im Rahmen der Krebshilfe und sonst auch, er pflegt auch die Musik sehr stark, was ein bestimmtes Maß an Sensibilität auch zum Ausdruck bringt. Gebhard Mattis hat aber auch die Brüchigkeit des Lebens früh kennengelernt, vielleicht auch kennenlernen müssen. Der frühe Tod seines Vaters und später auch das Ableben seines Bruders haben ihn sehr geprägt. Dies waren sicherlich, auch andere Gründe wahrscheinlich noch, entscheidende Zäsuren in seinem Leben. Auch Gründe, die ihn im ganz besonderen Maß zur Palliativmedizin hingeführt haben. Er hat sich sehr früh eine äußerst brisante Frage gestellt, die bis zum heutigen Tage nichts an Bedeutung verloren hat. Und wenn man ein bisschen über die Grenzen schaut, ein wenig international betrachtet, wie die Diskussionen verlaufen, dann weiß man, dass diese ethische Auseinandersetzung mit der Frage, wie gehen wir mit dem Tod in der Gesellschaft um, wie behandeln wir das Sterben, wie gehen wir mit Menschen in ihrer letzten Phase in der Sterbensphase wirklich um, eine hohe Bedeutung hat und nichts an Aktualität verloren hat. Und wir ständig auch gefragt sind, Antworten darauf zu finden. Wie wird mit dieser Frage wirklich umgegangen? Das hat sich Gebhard Mattis sehr früh, sehr deutlich und sehr nachhaltig gestellt und auch Antworten darauf gefunden und sehr, sehr viele Aktivitäten in diesem wichtigen Bereich gesetzt. Eine Antwort von ihm war, ich darf ein Zitat weitergeben, das so bekannt ist von ihm. Er sagte einmal wörtlich im Sinne der Palliativmedizin, es gibt noch viel zu tun, auch wenn es nichts mehr zu tun gibt. Das bringt zum Ausdruck, mit welcher Haltung, vor allem mit welcher innerer Haltung er an diese Tätigkeit herangegangen ist. Und das habe ich bis zum heutigen Tage immer auch besonders geschätzt und ich schätze es auch immer noch. Er ist ein Mensch mit Haltung. Er nimmt eine innere Haltung ein, er vertritt sie auch und er bemüht sich intensiv darum, andere mitzunehmen in dieser Fragestellung und er hat sich auch über die Jahre hinweg besonders darum bemüht.
nicht nur eine gute Palliativmedizin zu leisten, sondern auch eine Palliativkultur als Grundhaltung, als persönliche Einstellung, als Haltung in der Vorarlberger Gesellschaft hier bei uns tagtäglich zu leben und auch umzusetzen. Es gibt einen lebendigen Beweis dafür. Wenn Sie einmal die Gelegenheit haben, dann gehen Sie auf den Vorarlberger Palliativtag. Im ersten Moment könnte man meinen, es handelt sich um ein Treffen von, weiß nicht, 2-3 Dutzend Experten, die sich über Palliativmedizin unterhalten. Wenn Sie dort sind, dann werden Sie feststellen, es sind Hunderte alljährlich aus dem Bereich der Pflege, aus dem Bereich der Medizin und den verwandten Berufen, die sich einen Tag lang ganz intensiv damit beschäftigen, wie können wir bestmöglich Menschen in ihrer letzten Phase optimal begleiten, medizinisch, menschlich, pflegerisch. Die Ärzte, die Familien, die Sterbenden selber. Es sind nicht nur einige wenige, die sich Gedanken machen, es sind Hunderte. Und ich weiß nicht, ob Sie Ähnliches in anderen Regionen so leicht und einfach auch wiederfinden. Vorarlberg ist ein Land, das sehr stark sozial geprägt ist. Und deswegen betone ich das so, diese solidarische Hilfe wird großgeschrieben. Die Palliativmedizin, die Hospizbewegung haben sich zu unverzichtbaren Bestandteilen dieser Einstellung und dieser Gesellschaft im Lande entwickelt. Und glauben Sie mir, daran muss man weiterarbeiten. Es braucht oft nicht viel und dieser gesellschaftliche Grundkonsens kippt. Ein Blick über die Grenze wird das auch beweisen. Das ist nie zu Ende. Da muss man immer auch an der eigenen Einstellung arbeiten und die Leute in diese Richtung informieren und ausbilden und schauen, dass sich eine gesellschaftliche Grundhaltung nicht verflüchtigt, sondern auch mutig dazu gestanden wird. Es ist nicht zuletzt auch wegen des Engagements von Gebhard Mattis gelungen, diese palliative Kultur, wie jetzt schon einige Male erwähnt, in viele Einrichtungen des Gesundheitswesens hineinzubringen und zu verbessern. Die Palliativlehrgänge, die Hospiztage und Palliativtage, viele Seminare und Vorträge, Fachkräfte werden ausgebildet. Das Wissen wird kontinuierlich in diesem Bereich seit vielen Jahren erweitert, höher qualifiziert. Nur kurz möchte ich in diesem Zusammenhang erwähnen, dass ich auch stolz darauf bin, dass bei uns im Lande, glaube ich, die Menschen die Gewissheit haben können, dass niemand das Grundrecht auf Leben in Frage stellt. Ein entscheidender Unterschied zur benachbarten Schweiz. Das Land Vorarlberg hat etwa 2004 auch eine Bestimmung, ein Bekenntnis in der Landesverfassung verankert, der die Achtung der Würde des Menschen im Sterben klar und eindeutig festhält. Wir bekennen uns auch in der Landesverfassung zur Achtung der Würde des Menschen im Sterben. So gesehen ist Gebhard Mattis auf diesem Gebiet ein entscheidender Motor, heute noch. Der Gründer des interdisziplinären Palliativlehrgangs in seiner Heimatgemeinde Bad Schuns, die Ausbildung für viele Ärzte, Pflegende, Sozialarbeiter, Psychotherapeuten, Theologen, über 400 jährlich durchlaufen diesen Lehrgang. Somit gibt es auch in Bad Schuns sozusagen auf seine Initiative hin ein renommiertes Kompetenzzentrum der Palliativmedizin. Dort wird vieles in diesem Bereich geleistet und gemacht. Die Wahrung der Würde eines Sterbenden umfasst immer auch die Würde aller Betroffenen. Die des Arztes natürlich auch, der Familie, der Pflegenden und selbstverständlich des Sterbenden selbst. Sein Antrieb war immer, er hat mir das oft gesagt, Patientinnen und Patienten bis zuletzt eine größtmögliche Lebensqualität zu sichern. Bis zuletzt Würde und Lebensqualität abzusichern. Die Palliativstation ist erwähnt worden. Am LKH Hohenems, eine Einrichtung, die heute nicht mehr wegzudenken ist. 2003 erfolgte damals die Inbetriebnahme. Er stand als medizinischer Leiter vor. Entwickelt sich auch heute ganz hervorragend, ist enorm wichtig im Gesundheitswesen, im Lande selbst. Ich danke daher sehr, weil ich weiß, wir haben es hier mit jemandem zu tun, der mit einer starken Grundhaltung bei uns tätig ist und dem es gelingt, das halte ich für eine große Leistung, weil das ist, was letztlich bleibt, auch eine Kulturänderung im Lande, natürlich mit vielen anderen auch,
mitzuinitiieren und mitzubewirken. Palliativkultur hat sich im Lande etabliert und hat sich ausgebreitet. Und glauben Sie mir auch, es ist die einzige wirksame Antwort auf die Sterbehilfedebatte. Die einzig wirklich wirksame. Vielen Dank für dieses große Engagement und natürlich auch das muss erwähnt werden, 20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit in der Krebshilfe. Im Jahr 1990 übernahm er die Geschäftsführung, hat maßgeblich an der Aufbauarbeit im Lande mitgewirkt und sehr, sehr vieles geleistet. Nicht zuletzt tritt er ja auch bei Benefizkonzerten noch selber auf, wie ich mitbekommen habe. Und auch da kann man wieder erkennen, er war einer der Ersten, der gesagt hat, hier geht es auch um die Frage, daran erkennt man seine Haltung sehr gut, hier geht es auch um die Frage, wie die krebskranken Mitbürgerinnen und Mitbürger psychosozial betreut werden. Nicht nur rein medizinisch, sondern die psychosoziale Beratung und Begleitung ist ihm immer wichtig gewesen. Der Auf- und Ausbau dieser Stelle als kompetente Anlaufstelle für von Krebs betroffene Menschen und Angehörige war ihm immer ein ganz besonderes Anliegen. Er hat eben über das rein medizinische hinausgeschaut. Die psychosoziale Begleitung hat er immer als ganz entscheidend gefunden. Erwähnen darf ich auch den großen Einsatz, übrigens sehr erfolgreich, was das Darmkrebs-Risikoprogramm der Krebshilfe angeht. Auch ein Meilenstein in der Entwicklung in Vorarlberg insgesamt. Die Aus- und Weiterbildung für die Ärzte, seine Tätigkeit als Primar an der internen Abteilung am LKH Hohenems. Trotz der beachtlichen Leistungen ein bescheidener Mensch, der seine Menschlichkeit selber, seine Grundhaltung nie aufgegeben hat, immer menschlich geblieben ist. Das hat mich zutiefst beeindruckt, dass er in all den Diskussionen nie die Krankheit in den Vordergrund gestellt hat, sondern immer auch den Mensch im Vordergrund gesehen hat. Bei einem Festakt im Landhaus, ist noch gar nicht so lange her, da hat er persönlich gemeint, auch das darf man, glaube ich, zitieren, wir reden in Vorarlberg, er redet ja immer über das Land und auch das, was uns direkt betrifft, wir reden bei uns, hast du gesagt, viel auch über Gesellschaft, das stimmt. Und wir reden aber viel zu wenig über Gemeinschaft. Das war damals dein Appell im Landhaus, den ich mir sehr gemerkt habe. Ich kann dir eines sagen, wir werden das beherzigen. In diesem Sinne noch einmal vielen Dank für das große Engagement. Viel Energie, Kraft für die Arbeit der Zukunft. Du wirst noch einiges vorhaben, so wie ich das sehe. Ich danke dir für diese Pionierarbeit, für den Aufbau der Palliativkultur, für das Dranbleiben, für das Mitreißen von Leuten, für das Engagieren von vielen Hunderten, die sich mittlerweile in Vorarlberg mit dem Thema beschäftigen, tagtäglich um mehr Menschenwürde in unserem Lande bemühen. Das ist eine besondere Leistung, die verdient Anerkennung, die verdient tiefen Respekt, persönlich auch die Wertschätzung des Landes Vorarlberg, die ich damit zum Ausdruck bringen möchte. Und ich darf persönlich und namens des Landes zu dieser heutigen Auszeichnung dir besonders herzlich gratulieren. Alles Gute für die Zukunft.